wir. Was war jetzt die Aufgabe? Achso, wir sollen ja irgendwie ins Leichten Schauhaus gelangen. Aha. Aber offensichtlich müssen wir erstmal in unser eigenes Büro. Denn wir wurden in unser eigenes Büro gerufen. Alles klar. Da sitzt auch jemand. Guten Tag. Mann, was mache ich hier nur? Das ist doch verrückt. Tim Carella. Hey, Jensen. Mann, es tut gut, Sie zu sehen. Freut mich, dass Sie wieder da sind. Wie geht's Ihnen denn? Geht so. Tut mir leid wegen Megan. Es ist sicher nicht einfach. Eine Weile dachten wir, Sie wären auch hinüber. Alles geht den Bach runter. Erst der Angriff auf die Zentrale und jetzt die Sauerei mit der Fabrik. Ja, harte Zeiten für alle. Und bei Ihnen, Carella, alles okay? Ich weiß nicht. Ich hab's verbockt. So richtig. Was ist passiert? Naja, vor ein paar Monaten haben ich und Tyndall, na Sie wissen schon, einer von Pritchards Technikern, angefangen, Neuropozin aus einem der Labors zu klauen. Mann, Tim, dafür könnten Sie gefeuert werden. Schlimmer, es bedeutet Knast, wenn die Firma Sie verklagt. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich weiß, es war nur, es ist kompliziert. Ich wollte erst nicht mitmachen, aber es gab gute Gründe dafür. Egal, jetzt will ich raus. Aber Tyndall hat Aufnahmen von mir, wie ich das Zeug klaue und lässt mich hochgehen, wenn ich ihm nicht mehr helfe. Tja. Ich sitze in der Scheiße, Adam. Ich brauche diese Aufnahmen. Ich weiß, dass Sie im Moment viel um die Ohren haben, aber ich könnte Ihre Hilfe wirklich brauchen. Ja, fragen jetzt mal nach den Missionsdetails, nach der Aufgabe. Was genau soll ich für Sie tun? Sie müssen die Überwachungsaufnahmen zurückholen, die Tyndall von mir hat. Sie sind wahrscheinlich in seinem Apartment. Vielleicht auf seinem Computer. Und? Soll ich ihn im Telefonbuch suchen? Sein Apartment ist in der Nähe des Brooklyn Court. Reinkommen könnte schwer werden, weil das Gebäude von einem großen Sicherheitstor geschützt wird. Ah, ich bin begeistert. Man kann das Sicherheitstor hacken, aber dazu muss man schon ziemlich gut sein. Sie sollten sich nach einem anderen Weg umsehen. Der Feuertreppe oder so. Mhm. Ja. Belohnung fragen jetzt immer so, oh, ja, was kriege ich dafür? Fragen wir erstmal über Tyndall. Was ist mit Tyndall? Kann man nicht mit ihm reden? Man könnte es versuchen, aber Tyndall ist ziemlich entschlossen. Der berühmte Fels in der Brandung. Sie brauchen schon eine Kusio-Aug oder sowas, um den zu knacken. Alles erledigt. Naja, die Kusio-Aug, beziehungsweise das Beeinflussen, können wir ja. Rob, wie haben Sie das angestellt? Ziemlich mutig, ein patentiertes Medikament aus einem gesicherten Labor zu stehlen. Wie haben Sie das angestellt? Tyndall und ich haben alle 2 Wochen die Nachtschicht. Ich habe das Neuropozin in eine Tasche gepackt, während er die Überwachungskameras manipuliert hat. Ein Teil davon hat er wohl behalten. Mhm. Ja, und Neuropozin, wozu? Warum brauchtet ihr das? Neuropozin? Was wollen Sie mit einem Medikament gegen Abstoßungsreaktionen bei Augmentierungspatienten? Weiterverkaufen? An die Konkurrenz? Warum nehmen Sie automatisch an, es wäre mir um den Profit gegangen? Weil's logisch ist. Sind da nicht viele Menschen drauf aus, Profit zu machen? Naja. Ja gut. Wir versuchen es mal, wa? Also gut, erzählen Sie mir mehr. Wirklich? Wow! Danke, Adam. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Die Aufnahmen sind wahrscheinlich auf dem Computer in seinem Apartment. Sobald Sie sie haben, treffen wir uns vor dem Parkplatz der U-Bahn-Station. Ab jetzt übernehme ich. Gut. Schön. Naja, wir haben auch, wie ich gesehen habe, als wir in unser eigenes Büro reingekommen sind, haben wir noch einen Praxispunkt bekommen. Den ich aber erstmal einen Moment spare, denn ich denke, wir kommen gleich erstmal zur Limb-Klinik und da können wir uns direkt neue kaufen. Und dann können wir mal schauen, was wir uns da für Schönes holen. Aber erstmal müssen wir hier raus. Mrs. Reed? Oh, Adam. Tut mir leid, du hast mich erschreckt. Und nenn mich bitte Cassandra. Du und Megan, ihr wart lange genug zusammen. Ich habe auf dich gewartet. Ihr draußen? Warum bist du nicht reingekommen? Ich weiß nicht. Ich bin wohl noch nicht bereit dafür.
Du arbeitest hier, aber für mich ist das auch der Ort, an dem ich meine Tochter verloren habe. Ja, naja, ja, Megan offensichtlich auch sehr, ja, gemocht, sag ich mal. Deswegen fühlen wir mal mit ihr. Ich weiß, was du meinst. Für mich ist es seitdem auch nicht mehr dasselbe. Es soll vermutlich gar nicht einfach sein. Es gibt anscheinend keinen richtigen Weg, um mit so etwas fertig zu werden. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für dich gewesen ist. Nach allem, was du durchgemacht hast. Ja, vor 6 Monaten hat sich viel geändert. Ich kann kaum begreifen, wie sehr sie dich verändert haben. Erst konnte ich gar nicht glauben, dass du noch lebst. Wie kommst du damit zurecht? War eigentlich ganz gut. Was ich tun muss, argumentiert oder nicht gereizt. Ich wollte das nicht. Optimistisch, sie haben alles Notwendige getan, um mich zu retten. Ja. Sie haben alles Notwendige getan, um mich zu retten. Und immerhin kann ich jetzt mehr als je zuvor. Freut mich, dass du das so siehst. Viele von uns kämen mit ähnlich traumatischen Veränderungen nicht so gut zurecht. Darf ich fragen, warum du mich sehen wolltest? Ja, natürlich, tut mir leid. Ich bin wegen Megan hier. Wegen dem, was ihr zugestoßen ist. Oder besser, wegen des Standes der Ermittlungen. Was ist damit? Nun, einfach gesagt, ich glaube, etwas ist nicht in Ordnung damit, wie der Fall behandelt wurde. Du glaubst, dass da irgendwas vertuscht wurde? Ja, genau. Nenn es von mir aus Mutterinstinkt, aber bei meinen Gesprächen mit einigen der Ermittler gab es zahlreiche Widersprüche. Und dann traf ich diesen Kriminalbeamten. Er hieß Chase. Er war auch der Ansicht, dass nicht vorschriftsmäßig gearbeitet wurde. Hat aber keine Beweise. Und jetzt willst du mehr herausfinden. Ich werde nie wieder das Lachen meiner Tochter hören, Alan. Sie wird mich nie mehr anrufen, um sich zu erkundigen, wie es mir geht. Und ich kann sie nicht fragen, wie ihr Tag war. Sie wurde mir genommen. Mir ist egal, ob ich darauf einen Anspruch habe oder nicht. Ich will wissen, warum es passiert ist. Ich begreife, warum sie dich geliebt hat. Nicht einmal deine jetzige mechanische Modifizierung kann verändern, was sie in dir gesehen hat. Würdest du mir bitte helfen, herauszufinden, was wirklich mit ihr geschehen ist? Also, ohne dass ich da groß nachfrage, nehme ich das direkt an, weil Megan war mit einer der wichtigsten Personen für Jensen, deswegen, oder die wichtigste Person, würde ich jetzt fast schon sagen. Deswegen kümmere ich mich darum. Ich hatte nie Gelegenheit, den Angriff selbst zu untersuchen. Ich kümmere mich darum. Danke. Das bedeutet mir alles, Adam. Wirklich. Als erstes muss ich mit diesem Detective Chase sprechen. Gut. Er hat eine Teilzeitstelle als Wachmann in einem Apartmentgebäude am Brooklyn Court. Ich warte bis dahin bei dir in der Lobby auf dich. Warum braucht ein Detective eine Teilzeitstelle als Wachmann? Oh, er ist kurz nach dem Fall in Pension gegangen. Die Einzelheiten kenne ich nicht. Vielleicht erzählt er dir ja mehr. Bin unterwegs. So. Ja, jetzt sitzt sie sich erstmal in die Liste. Zunächst. Also, ich habe ja wirklich nichts dagegen, aber ich würde es halt immer, wenn da schon... Oh, ein Bier. Oh, kein Bier. Was haben wir denn hier? Schönes. Oh, den Wein. Ja. Ah, komm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Oh, jawohl. Das ist nicht dasselbe. Ach, schön. Willkommen beim Automaten. Ich glaube... Ja, wo ich stehen geblieben war. Ich glaube, alle, die nur Zivilist oder Zivilistin heißen... Ich glaube, diese Geiselgeschichte... ...sind eigentlich relativ egal. Territorium? Ich weiß. Ich mit denen eh nicht quatschen können. Deswegen ignoriere ich hier mal die meisten. Zivilist. Polizist. Hey, krass! Wenn das nicht der Captain ist. Mr. Sheriff hat dich wieder zusammengepflegt, hä? Schicke neue Brille und so ein Zeug. Scheiße! Wie geht's, Letitia? Hätte nicht gedacht, dass ich dich hier nochmal sehe. So viel steht fest. Nicht nach der Sache vor 6 Monaten.
Hab gehört, du wärst am Arsch. Tja, ich werd eben gern unterschätzt. Genau wie ich, Captain. Genau wie ich. Hast du ein paar Credits für mich? Informationen besorgen. Wieso sagst du mir nicht erst, was du hörst? Dann sehen wir weiter. Hier, das ist kein Geld, aber... Versuch mal Informationen. Wieso sagst du mir nicht erst, was du weißt? Und dann sehen wir weiter. Oh Mann, Captain. Du bist kein Cop mehr. Warum spielst du immer noch nach den Regeln? Weil ich diesmal bezahle, nicht das Department. Wenn du es willst, musst du mir also schon was anbieten. Ja, ja, schon klar. Also, was willst du wissen? So, da wir sie offensichtlich von früher kennen, wie es aussieht. Offensichtlich habe ich da ganz tief geschlafen oder so, oder ich war nicht da. Aber fragen wir mal nach Waffen. An wen muss man sich wenden, wenn man eine unregistrierte Schusswaffe braucht? Ich war länger nicht mehr auf Streife. An wen muss man sich heute wenden, wenn man eine unregistrierte Schusswaffe braucht? Tja, angeblich gibt's in der Stadt den einen oder anderen Waffenhändler. Aber ein findiger Mann, jemand mit ein paar dieser technischen Spielereien, die Mr. Seraph herstellt, der könnte sich noch ein paar mehr besorgen, wenn er den Aufwand nicht scheut. Wie groß wäre der Aufwand denn? Ich hoffe, es lohnt sich. Ja, ja, bezahlen wir mal 1000. Okay, schon verstanden. Wie groß wäre denn der Aufwand? Hast du schon von den Protesten bei Limp gehört? Die Demo, die fast eskaliert wäre, bevor Mr. Saris Fabrik allen die Schau gestohlen hat? Was ist damit? Es heißt, dass jemand die Aufmerksamkeit von Miss Eliza erregen wollte. Hat wohl einen Scharfschützen postiert, irgendwo über der Limp-Klinik, um ein bisschen nachzuhelfen. Hat wegen der Sache in der Fabrik nicht geklappt, aber wer weiß. Vielleicht haben die ja was zurückgelassen. Ja, na. Scharfschützengewehr ist mir eigentlich relativ egal. Hast du schon von den Protesten bei Limp gehört? Die Demo, die fast eskaliert wäre, bevor Mr. Saris Fabrik allen die Schau gestohlen hat? Was ist damit? Achso. Es halt. Das können wir schon. Zurückkehren. Atmosphäre, Stimmung auf der Straße. Du hattest immer ein Gespür für diesen Stammtisch. Wie ist die Stimmung auf der Straße? Sieht nicht gut aus, Captain. Die Leute verlieren ihre Jobs, ihre Wohnungen, legen ihren ganzen Krempel in diese Speichereinheiten, damit sie niemand beklauen kann. Mr. Seraph wird uns helfen, aber er sollte sich beeilen. Sonst? Weiß nicht. Hab nur so ein Gefühl, dass es in der Stadt brodelt. Vor allem in den Gassen hinter der Tankstelle. Meistens ist es da sicher, wenn man keinen Ärger macht. Aber ein Fehler und, tja, die Cops und die Kriminellen haben beide einen ziemlich nervösen Zeigefinger. Und man selber steht dazwischen. Jawohl. Geheime Wege? Klar, immer her damit. Ich muss mich vielleicht ein wenig umsehen demnächst. In einigen Häusern, in denen ich besser nicht gesehen werden sollte. Du sprichst in Rätseln, Captain. Aber vielleicht ist es ja gut so. Ja, ist es. Eines weiß ich aber. Dass die Leute nicht nach oben, sondern nach unten schauen. Und selbst dann machen sie sich keine Gedanken, was unter ihren Füßen ist. Wenn jemand bereit ist, sich dreckig zu machen, könnte er in den einen oder anderen sensibleren Teil der Stadt kommen. Vor allem, wenn er rechtzeitig Informationen eingeholt hat. Naja, das ist es mir nicht wert. Ja, schön. Ich biete dir trotzdem noch ein Bier an. Hier, das ist kein Geld, aber... Mächtig nett, Captain, mächtig nett! Okay. Ja, dann denke ich mal... einfach mal rein. Ich habe alle Infos, die ich brauche, Tisch. Vielleicht ein andermal. Ich warte hier auf dich, Captain.